Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, der vorliegende Haushaltsentwurf des Sozialministers ist in Zahlen gegossenes Politikversagen. Das kann man nicht anders so nennen. Und nehmen wir hier an erster Stelle die Ausgaben für die Hartz-IV-Leistungen. Sie kennen sie alle. Rund 37 Milliarden Euro werden hier für 6 Millionen Leistungsempfänger eingeplant. 2 Millionen dieser Leistungsempfänger sind Ausländer. 1 Million davon sind sogenannte Flüchtlinge. Ja, dass Sie darüber nicht reden wollen, das ist mir klar. Der gesinnungsethische Größenwahn der Kanzlerin hat unseren Sozialstaat inzwischen tief ins Mark getroffen. Und die Kosten dafür tragen nicht die Entscheidungsträger, sondern die Leistungsträger in unserer Gesellschaft. Wurden Sie gefragt? Nein, sie wurden nicht gefragt. Im Gegenteil, man hat sie sogar belogen. Denn um das ungeheure Ausmaß der unkontrollierten Zuwanderung zu verschleiern, wurde schon kurz nach der Grenzöffnung der Mythos der Fachkräftezuwanderung zu einer der Leitlügen der Altparteien. Wie sagte die damalige Arbeits- und Sozialministerin Malus, es ist bezeichnend, dass sie nicht da ist, angesichts des Fachkräftemangels können wir uns glücklich schätzen, dass wir nicht diese nicht geplante Zuwanderung haben. Inzwischen wissen wir jedoch, dass mehr als 70% der Flüchtlinge keinen in Deutschland verwertbaren Berufsabschluss haben. Und der Chef der Bundesagentur für Arbeit schätzt, dass es 10 Jahre dauern wird, bis gerade mal 60% von ihnen in den Arbeitsmarkt integriert sind. 10%. Aber selbst wenn sie dann eine Arbeit aufnehmen, wird es eine einfache sein. Und damit werden sie zu einer existenziellen Konkurrenz für die Beschäftigten im Niedriglohnsektor, also in den einfachen Dienstleistungen. Ausgerechnet in dem Beschäftigungssektor, wo es keinen Arbeitskräftemangel gibt, sondern einen Arbeitskräfteüberschuss. Und mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf wird die Bundesregierung diesen Konkurrenzkampf noch weiter verschärfen. 47 Millionen Euro will Sozialminister Heil für die berufliche Integration von Zuwanderern ausgeben. Über 60 Millionen Euro, ich hoffe, Sie haben das mitgezeichnet, Herr Präsident, dass er mich gerade als Nazi bezeichnet hat. Über 60 Millionen Euro für die Heranführung von Flüchtlingen an den Arbeitsmarkt und weitere 470 Millionen Euro für die berufsbezogene Deutschsprachförderung von Migranten. Diese Pläne als sozial zu bezeichnen, ist an Zynismus kaum zu überbieten. Die Bundesregierung. Herr Kollege, darf ich Sie einen Moment unterbrechen? Ja. Herr Schriftführer bestätigt, dass hier aus der Fraktion Die Linke der Zwischenruf Nazi kam. Den muss ich rügen. Die Bundesregierung zieht den Beschäftigten im Niedriglohnsektor quasi heute die Steuern aus der Tasche, um deren direkte Konkurrenz von morgen zu finanzieren. Wer solche Pläne hat, verdient nicht die Bezeichnung Sozialminister. Viel treffender wäre die Bezeichnung soziale Unruhestifter. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Peter Beiß, CDU-CSU.